Willkommen zurück bei Skyrim. Wir befinden uns direkt vor der geilen Schluchtmine. Endlich können wir da eindringen, nachdem wir beim letzten Mal das Tal lange gesucht haben. Und ich hoffe, wir finden auch genau das, was wir hier suchen. Was brauchen wir eigentlich dafür? Ich habe da schon längst wieder vergessen. Töte den Anführer. Gut, das ist nicht so schwer. Und ich habe gehofft, dass wir hier drin auch ein paar Erze und so weiter finden, die wir eventuell von der Wand abhauen können. Da hinten, da geht schon los, direkt vor uns. Da hinten steht schon mal eine Kiste. Ach, hier haben wir auch eine Spitzhacke, das ist ja super. Noch eine Schaufel, wunderschön. Urikalkum, Erzader, super, okay, das nehmen wir gleich mit. Entweder wir verkaufen es dann oder wir schmieden uns selber was draus. Schauen wir mal. Es dauert immer ein kleines bisschen, bis er das fertig gemacht hat. Ist erschöpft. Wir sehen dann links oben immer, was er abbaut. Das war jetzt erstmal nicht so viel. Oh, verdammt. Da ist er wohl schon. Hey, mein Schwert. Ah, genau, wir hatten noch die Feueraxt. Oh, komm her, du Bengel. Alter. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gestorben bin in Skyrim. Na, warte. Das gibt's doch gar nicht. Der hat uns sowas von vermöbelt. Der kam von hier, oder? Hängt er? Idiot. Der hängt dort fest. Ja, das ist ja super. Ja, mit dem Finisher. 4 Kopfschüsse oder 5 hat er gekriegt. So, du Sack. Wundert mich, dass der hier alleine unterwegs ist, ohne irgendwelche Kumpanen, die einem hält, die ihm helfen oder so. Ja, das sieht schick aus. Aber ich lasse das jetzt mal hier. Das bleibt auch hier. Das ist auch noch eine leichte Rüstung. Die nehme ich mal mit. Schlüssel zur Geilschluchtmine. Ah, super. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch. Und sammeln die ganzen Sachen ein. Ach ja, dann nehmen wir das gleich mit. Ja, so ein paar Edelsteine gibt es auch ab und zu mal. Da haben wir zum Beispiel, ach, direkt einen Granatstein gefunden. Allgemein, ja, ich weiß nicht, ob man einen Skill bekommen kann. Das weiß ich gerade echt nicht. Ob man mehr aus den Erzadern rausholt. Oder ob das wirklich vollkommen Zufall ist, ob da mal 2 Erze rauskommen oder 5. Noch ein Granatstein. Super. Geht's hier weiter? Nee, hier gibt's nichts weiter. Was liegt denn hier noch rum? Gebratenes Ziegenbein. Nö, danke. Oh, eine Expertentruhe. Ach, guck mal, das ist die. Wurde geöffnet durch den Schlüssel, den wir vorhin bekommen haben. Gold und Seelenstein nehmen wir mit. Das olle Ding bleibt hier. Da können wir auch direkt mal schauen, was der uns gegeben hat. Genau das gleiche wie das, was wir gerade anhaben. Ich ziehe das mal an. Sieht auch ganz gut aus, oder? Aber im Rock. Naja, ich zoome mal wieder rein, da sehen wir es nicht, wenn wir hier in einem Rock unterwegs sind. Ist hier noch an der Wand irgendwo was? Sehe ich gerade nicht? Nee. Aber der kann doch niemals hier allein gewesen sein. Also draußen vor der Mine waren ja ein paar Leute. Das haben wir schon mal gelesen. Vor der Mine waren ja einige, aber hier drin ganz alleine. Oh, super. Und da hinten links ist noch eine, sehe ich gerade.
weiß gar nicht, wie schwer das Erz ist, ob das direkt nur ein Gewicht hat. Ein Rubin erhalten, ui. Können wir vielleicht ein bisschen Schmuck herstellen damit. Müssen wir mal gucken, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind. Wo ist denn das? Ach hier. Genau, eins an Gewicht hat das jeweils. Okay, 12 mal Erz haben wir schon. Das ist ja super, hier ist ja noch mehr. Oh, das ist ja Wahnsinn. Das in Anführungszeichen wächst ja wieder nach. Die ganzen Erzadern. Also wenn man da ein paar Tage später nochmal vorbeischaut, dann ist da wieder was zum Abbauen. Oh, noch ein Amethyst, super. Man kann sich also mehrfach bedienen an den ganzen Sachen. Noch eine. Und da rechts ist noch eine. Und da hinten noch eine an der Wand. Oder ist das eine? Nee. Das sind, glaube ich, noch zwei. Geile Sache. Sieht ein bisschen sehr unmotiviert aus, wie unser Kumpel hier da dran rumknöppelt. Genau, hier ist noch eine. Und dann links an der Wand müsste auch noch eine andere sein. Ja, super, haha. Also was wir an Rüstung und so weiter damit bauen können, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber war es nicht so, dass wir daraus ein bisschen Schmuck basteln können? Das wäre nämlich eine ganz feine Sache. Da haben wir noch einen Amethyst gefunden. Das sieht hier schon mal nicht so schlecht aus. Nochmal Erz. Okay, das war's. Und das war's dann wohl auch allgemein. Das war dann schon die Mine. Mehr war's gar nicht. Außer, dass der Typ uns beim ersten Mal aber richtig ein paar vor die Fresse gegeben hat. Jetzt liegt er nackig da mit seinem Schwert unterm Kopf. Ach, hier hing der fest. Guck mal, ich komme ja auch nicht hoch. Jetzt geht's. Na gut, dann hauen wir wieder ab. Hat sich die Sache schon erledigt. Wunderbar. Und dann gehen wir wieder zurück, geben die Aufgabe ab. Also das ist echt cool gemacht. Mit diesen Polarlichtern. Okay, wir verschwenden keine Zeit, wir gehen direkt zurück. Erstmal nach Weißlauf, da können wir unten erstmal bei der Schmiede das Erz alles ein bisschen einschmelzen. Mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen Waffen oder sowas draus bauen können. Wir haben sogar noch, genau, das fiel mir eigentlich am Anfang der Aufnahme direkt schon ein, wir müssten noch ein Talent zu verbessern haben. Ein Punkt haben wir noch, Wiederherstellung. Wiederherstellungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magiker. Das wäre nicht schlecht für die Heilung, die wir ab und zu mal benutzen. Das ist aber das Einzige, was ich von der Wiederherstellung benutzen möchte. Verzauberung. Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoller. Das ist halt auch echt super. Schmiedekunst. Das haben wir schon. Dann geht es ja hier drüben weiter. 30 bräuchten wir dafür, glaube ich. Zwergische Schmiedekunst. Magische Waffen oder Rüstung verbessern. Und was hatten wir hier drüben? Elfenrüstung. Vulkanglas Schmiedekunst. Okay, schwere Rüstung. Blocken. Blocken ist 20% wirkungsvoller. Auch manchmal nicht schlecht, dadurch, dass wir nur mit einer leichten Rüstung unterwegs sind. Einhändig. Einheitswaffen verursachen 20% mehr Schaden. Das ist auch nicht verkehrt eigentlich. Ja, okay, bei Schießkunst brauchen wir halt echt erstmal 40. Leichte Rüstung, wie sieht's denn hier aus? Da brauchen wir auch 40 für, passt genau. Das haben wir schon. Was gibt's dann hier oben? Wahrscheinlich, ach, ab 50 erst. Eine leichte Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht. Ja, da brauchen wir erstmal noch viel mehr Schleichen. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Schleichen. Das wollte ich eh schon länger mal machen. Da haben wir das auch schon mal abgefrühstückt. Wunderbar. Oh, guck mal, hier ist gerade Tag in Weißlauf. Das ist allererste Sahne. Und dann gehen wir mal hier hinten an die Schmelze ran. Das müsste das gewesen sein. Genau, die Schmelzhütte. Hm, wo haben wir es denn sonstiges? Hier, guck mal, 24 Bahnen können wir herstellen. Wieso kann ich eigentlich nicht eingeben, dass ich gleich alle herstellen möchte? Dann machen wir es so. Achso, ich brauche zweimal Erz für ein Bahn. Okay, dann waren es plus 12 Bahnen. Ach, guck mal, der holt aus der Rüstung nochmal
Waren raus. Ah, das ist ja super. Das muss auch durch eine Mod gekommen sein. Ich glaube, das war im Originalspiel nicht vorhanden. Berichtigt das bitte, falls es nicht stimmt. Okay, Pelz. Nee, das brauchen wir nicht. Weiß jemand, wofür das zur Verwendung steht? Also das sieht schon ein bisschen scheiße aus. Oh nee, oder? Hat er das jetzt eingeschmolzen, was ich dem vorhin angezogen habe? Ach verdammt. Hab mich gerade gewundert, warum wir ja nackt stehen. Es ist natürlich sehr heiß an so einer Schmelzhütte. Jetzt stand der nackt davor, das gibt's doch nicht. Okay, ich. Ja, gut. Hätte mir auch selber einfallen müssen, dass wir das benutzt haben, was wir eigentlich jetzt am Körper trugen. Ist egal, wir haben ja noch das andere Zeug. Das war gleichwertig, von daher. Ist es nicht mal so schlimm. Ja, ich würde gerne mal zu diesem Haus. Wie war denn das? Müsste ich danach mal gucken, wie wir an unser Eigenheim kommen. Schmuck. Uns hat ja letztens jemand angequatscht, aber ich glaube, das war was anderes. Silberbahn 3 für eine Silberhalskette. Silberner Amethystring. Silberner Rubinring. Uiuiui. Ein Silberbahn, ein Rubin. Klingt halt schön ein bisschen Geld, ne? Nochmal ein Silberring. Die Waffen sehen schon echt cool aus. Kaiserlich. Ach geil, die Doppelaxt. Katana, ist das einhändig? Bestimmt. Nur Dachi. Ui, was haben wir denn hier? Ein Splitter. Wow. Damit kannst du wohl direkt die Eingeweiden noch entnehmen vom Körper, wenn du dazu stichst. Okay. Nordisch. Wow. Krass. Auch super, wenn sie so angezeigt wird. Ja, die sehen echt cool aus, die Waffen. Ich hätte halt gerne besser einen Bogen. Also, wir haben einen guten Bogen derzeit dabei. Ein paar Äste können wir uns hier herstellen. Nein. Was können wir da mal machen? Wir können ja ein bisschen mal... Komm, wir machen mal den silbernen Rubinring. So, was haben wir noch? Ein silberner... Granatring? Granatstein haben wir 8 Stück. Ja, machen wir einfach mal, oder? Und nochmal den Amethystring. Ach, guck mal, da haben wir sogar nochmal Schmiedekunst verbessert. Baumaterialien. Wir lassen das erstmal noch so drin. Wir verkaufen jetzt mal ein paar Sachen. Hey, ich habe hier einige gut. Ich sage nicht, dass ich der Be- Hier, ich habe was zu verkaufen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ach so, nein. Okay. Das haben wir alles dabei. Das haben wir auch alles dabei. Ach genau, wir hatten uns ja das letzte Mal noch entledigt einiger Sachen. Wir bräuchten halt echt mal langsam eine Truhe, wo ich das Zeug ablegen kann. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen. Und hier in unser Heim kommen wir ja echt nicht rein. Verdammt. Ich guck mal nach der Folge, wie wir an unser Eigenheim, kommen. Das war's nicht. Mist. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Mussten wir dafür nicht? Mussten wir da nach Einsamkeit? Wir mussten doch irgendwo hier oben hin. Ich glaube, wir mussten nach Einsamkeit irgendwie. Boah, das ist alles schon so lange her. Ich muss doch hier rein, oder? Ja. Erstmal die Tür zugemacht, bevor sie wieder aufgemacht hat. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Musste ich nicht hier rein? Doch, bestimmt. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Hier haben wir die Köchin vor Ort.
Ach nee. Ah, sorry, ich bin total verkehrt. Mann. Ich war gerade der Meinung, ich stehe vor einem ganz anderen Gebäude. Wir müssen natürlich erstmal hier hoch. Unser Kompass da oben hat vollkommen recht. Das war Schwachsinn. Mahlzeit. Mein Herr, Lucia, habt ihr eine Münze übrig? Klar, so hier, nimm ein Goldstück. Vielen Dank. Ja, mögen gern die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum sie bettelt, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Spaß, ständig nur herum. Da ist er ja schon. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. Hört ihr die Stimmen von den Leuten, die hier was sagen? Ich habe gerade selber nichts gehört. Wunderbar, das haben wir abgegeben. Was dann? Und den Typen rumschreien hört. Die Häuser wegnehmen, die Geschäfte, es geht eure Kinder. Ihr seid gekommen. Und weder Magien noch die Zeit kann ihn heilen. Ich höre es bloß, wenn ich sie nicht direkt anspreche. Oh Gott, ich hoffe, das kommt dann rüber nachher. Wenn ich das Video gerendert habe, dass man die Leute auch versteht. Ja, wenn nicht, dann muss ich nach der Aufnahme erstmal nachschauen. So, wenn wir echt nach... Mann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es einfach mal wage, nach Einsamkeit zu laufen. Oder wisst ihr was? Ich mache mal hier einen kurzen Break. Oder, nee, wir machen das anders. Wir machen das in Verbindung. Wir gucken doch mal ins Briesenheim rein. Wir waren schnell speichern. F1 oder F5? F5. Genau. Und wenn mir das Spiel abkackt, dann gucke ich direkt mal im Internet, wie man an unser eigenes Eigenheim kommen, was wir uns selber bauen müssen. Und wenn nicht, dann nutzen wir das hier erstmal als Lagerstätte und ich mache das nach der Folge. Im Gemischtwarenladen. So. Da bin ich wieder zurück. Das Spiel ist natürlich abgekackt, als ich hier rein wollte. Irgendwas haut da nicht hin. Wie auch immer. Ist egal. Habe jetzt gelesen, wir müssen mindestens so um die Stufe 10 erreicht haben, bevor uns hier ein Kurier erreicht und der schickt uns dann irgendwo hin. Da müssen wir eine Aufgabe annehmen und jemanden töten und dann können wir wohl uns ein Grundstück von irgendwoher kaufen. Und ja, sind wir schon Stufe 10? Ich glaube schon, wir sind Stufe 10. Da müsste uns irgendwann bald ein Kurier erreichen. Ich würde mich aber gern schon mal... Nee, Einsamkeit war es nicht. Da stand was von Falkenring oder so. Puh, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Ach, hier unten. Da unten ist Falkenring. Wir sind da oben. Da könnten wir hin zu dem Wächterstein. Was war das hier? Helgen. Da könnten wir auch hin. Ich teleportiere uns mal dorthin, dann latschen wir einfach mal nach Falkenring. Vielleicht taucht der Typ in der Zeit irgendwo mal auf. Wenn mich nicht alles täuscht, tauchte der eh bloß dort auf. Wo... Also in irgendwelchen Städten. Genau. Erstmal eine Markierung platziert. Machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Guck mal, der Fischer ist wieder da. Ich jage der Jäger. Und fische seit Jahren in dieser Das ist ganz Gegend. Am Anfang, ich glaube, die erste Folge war das. Da ist ja hier irgend so ein Häschen oder so hinterhergerannt. Da konnte ich den gar nicht mehr erreichen. Wow. Was ist los? Ich habe gerade nur die Musik gehört, dass hier was abgeht. Ach, guck mal. Da oben wird gekämpft, da oben kommt ein Pfeil geflogen. Na toll, jetzt kämpft er da oben. Ich würde ja gerne dorthin kommen, aber da müssen wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Da oben ist er.
unverhofft kommt oft. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Komm her, du blödes Vieh. Oh. Alter. Haben wir nicht auch so einen Schrei drauf? Der grillt uns ganz schön. Scheiße. Großartig wegrennen, ne? Oh, verdammt. Boah, da musste ich erstmal hier rein und irgendeinen Heilungstrank schlucken, bevor er mich hier wegwirbelt. Der ist echt ganz schön hart. Ach, da oben ist er. Hau ab! Das gibt's doch nicht. Boah. Oh, lass mich in Ruhe. Scheiße. Ich glaube, wir müssen erstmal weiter. Ich hab keine Chance gegen den. Der macht mich kalt. Ja! Noch getroffen. Ah, der geht daneben. Boah. Man kann aber auch nicht wegrennen, ne? Ich speichere jetzt hier an dem Punkt einfach mal. Ah, diese scheiß Ausdauer, die regeneriert sich nicht so gut. Der kokelt hier noch den ganzen Wald ab. Dann, komm her. Komm schon. Ah, wo ist er hin? Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen heilen. Vielleicht kriegen wir noch was klein. Ach, seht ihr, ich hätte auch doppelt heilen können. Da ist er. Verdammt. Ha, Alter, was macht denn der? Lande jetzt nicht da drüben. Ja, haben wir sogar getroffen. Kommt der jetzt her oder bleibt er da drüben? Oh Mann. Ach komm schon, jetzt fliegt er nicht auf die andere Seite. Du Sack. Ja, das war's vielleicht mit dir. Ey, die Flammen kommen doch nicht bis hierher, oder? Boah, der hat da aber echt eine hohe Reichweite mit seinen Flammen. So, komm schon, das war's gleich. Ja, einmal noch. Yeah! Huh. Hätte ich nicht gedacht, dass wir doch noch klein kriegen. Aber direkt nah am Drachen dran war echt nicht so super. Ja, das Vieh löst sich wieder auf. Puh. Da hatten wir Glück. Ja, super. Da saugen wir die Seele von dem wieder auf. Nehmen die jetzt erstmal mit in der Hoffnung, dass wir irgendwo was finden, wo wir das verstauen können. 200 Gold, die können wir gut gebrauchen, denn das Eigenheim, was wir später kaufen wollen,
kostet dann auch wieder 5000. Die ersten 5000 kriegen wir nun nicht wieder. Dadurch, dass wir im Riesenheim gar nicht reinkommen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, voll in den Mund geschossen. Ach du Scheiße. Magika regeneriert sich 50% schneller. Wiegt wenig. Oh, es war eine Frau. Sorry. Wiegt wenig, bringt aber viel Geld. Beschwörung verbessert auf 16. Super. Hier liegt noch ein Gold rum. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Huh. Ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss, den Drachen nochmal zu bekämpfen. Den haben wir dann doch noch klein gekriegt. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Weg nach Falkenring. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.